Who's that Pokémon? It's Pokeminati. Hi! 36 Booster, 2 Pokeminaten und die zweite Runde abbiegen. Obacht! Hallo. Wir sind ja aus dem ersten Display Stellarkrone nicht so wirklich schlau geworden. Das stimmt, ja. Ne? Deswegen haben wir gedacht, komm, wir schieben mal direkt das zweite hinterher. Zweite Runde, definitiv. Vielleicht werden wir schlauer jetzt. Wobei ich die Hoffnung eigentlich schon aufgebe. Also ich fände es immer auch gut, wenn man da nicht mehr schlauer draus werden wird. Ne? Also zumindest, dass man dann sagen könne, man kann es nicht mehr abbiegen. Ja, das wäre, wenn wir genauso schlau rausgehen aus dem Video, wie wir reingegangen sind. Genau. Dann würde ich mal behaupten, es wird schwierig. Würde ich auch sagen, ja. Bei dem Set was zu sagen, ne? 641. Du hast mit dir angefangen. Ja. Wie immer halt. 632. Weil wir die Hoffnung haben, dass es tatsächlich safe ist. Wir haben auch vor dem ersten Video tatsächlich viel Anfrage gekriegt. Mensch, macht ihr kein Abwiegevideo? Doch, machen wir. Immer. Nur kommt es manchmal 3 Tage früher wie davor, ne? Genau, man muss natürlich eines wissen, dass wir ein bisschen den Release verzögert hatten. Deswegen alles gut. Aber gute Nachrichten zu stürmische Funken. Ja, also ich habe noch eine andere gute Nachricht, bevor du zu stürmischen Funke was sagen kannst. Nee, dann mach du zuerst, wenn du in der Folge zuerst kommst. Wäre gut, weil sonst vergesse ich's. Denn bei uns kriegst du normalerweise alles pünktlich, weil wir sind ja Turnierveranstalter. Ach so, ja. Ah, das meinst du, ja. Genau, okay. Und wir haben natürlich jetzt den Übergang zu stürmischen Funken. Wir haben ja auch bald wieder Brewlist-Turnier. Du darfst. Das ist 572. Ich weiß, worauf du hinaus 604. Willst. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ne, aber das ist der stürmische Vogel. Das kommt dazu. Das kommt dazu, ja, ja. Ja, stürmische Funken, Pre-Release, genau. Und wir sind ja, wie du gesagt hast, Turnierveranstalter und dürfen schon montags vor Release Ware verkaufen. Aber nur Small Stock. Ganz smaller Stock, ja. Also das ist, da müssen wir auch noch besprechen, wie wir das machen. Also ich werde definitiv auf jeden Fall direkt ein Video raushauen dazu. Oh, oh geil. Gut diese, gut diese. Vor allem Bisa-Flow noch angekündigt. Gut diese. Oh, das muss gleich hier. Was hat Bisa, Sam? Ja, IR. Die ist gut, ne? Die wird bestimmt draußen gleich weggegangen. Nix. Ich weiß sogar, was sie kostet. Woher weißt du das nur? Genau, wir dürfen es früher verkaufen und hauen direkt Video dazu raus. Nehmen wir natürlich nicht. Aber theoretisch dürfen wir am Montag ein Video raushauen, ne? Moment. Weil der Verkauf. Nein, der EVT ist entscheidend. Ja. Du prächtiger Baum. Und gut. Gravel, alter Latz. Doppelhit. Und eine Holo. Ah, ne, die ist immer drin. Doppelhit war jetzt schon wild. Jetzt Obacht. Ja, sag mir erstmal dein Gewicht. 120 Kilo. 594. 597. Die waren doch jetzt aber nicht wesentlich schwerer oder leichter, ne? Bisasam und so. Also dein und mein Hits waren jetzt leichter als, also Bisasam war leichter als Bisaflor. Aber jo. Ja, und dein Doppelhit war doch? War auch nur bei 600. Ja, ne? Okay, krass. Genau, wir dürfen paar Tage früher verkaufen, ne? Also das ist, Gott sei Dank wird man endlich mal so ein bisschen als belohnt dafür. Genau, Turnierveranstalter wird man so ein bisschen belohnt, dass man was schafft. Dass man eine Community halt auch auf eine, hält. Genau, nichts mehr. Dass man ein Zuhause bietet für eine Community, genau. Ist nämlich nicht immer einfach, da alle Termine hinzukriegen, ne? Muss man auch sagen. Vor allem mit One Piece noch zusätzlich wollen wir ja auch da irgendwie ein bisschen, aber das ist echt, ist schon herausfordernd. Ist eine krasse Comic an der Höchst. Weil allein Pokémon hat ja jetzt echt viel zu bieten, ne? Und da hast du hier 626. Turniere, Pre-Release. Challenges, 637. Inzwischen dürfen wir ja auch Cups machen, ne? Ja. Im, Ende des Jahres findet noch ein Cup bei uns statt. Könnt ihr alles so nach Events abchecken, ne? Cup, den wir veranstalten. Ist in der Kategorie Events bei uns aufgeführt. Genau. Und auf unserer Pokémon, also in, wenn, du, wenn ihr auf die Pokémon-Seite geht, müsstet ihr da auch auf der Event-Seite bei Pokémon.de. Genau, richtig, ja.
Und deswegen müssen wir was sagen, dann haben wir quasi, ich meine, das müsste der 26.10. sein. Haben wir unser, Liberlo. Das Display könnte aber heute mal. Weil am 8.11. kommt ja das Set raus. Und genau. Das bedeutet, wir hätten dann am 26.10. unser erstes Pre-Release-Turnier. Müsste so sein. Samstags, ja. Samstags. Von 10 bis 14 Uhr. Ja. Und dann Freitag exklusiv, ne, für nur geladene Gäste. Weil dieser Feiertag ist bei uns. Feiertag. Ist das überall ein Feiertag? Nee, ich glaube bei uns. Das bei ist uns ist es auf jeden Fall ein Feiertag. Ihr müsst nämlich Walla Heilige. Ja, ein Ticket kaufen. Au, guck mal noch. Tannis. Geil. Ihr müsst ein Ticket kaufen, weil das läuft dann als geschlossene Gesellschaft. 630. Weil dann kann man nämlich auch sich Produkte kaufen. Bei der geschlossenen Gesellschaft. 568. 568, das ist leicht wieder. Da hattest du deine IR drin. Okay, bin ich mal gespannt. 5, 6, 8. Genau. Dementsprechend, nach deiner Logik, wann dürfen wir Ware verkaufen? Wenn am 8. Release ist, darfst du am 4. schon Small Stock Ware verkaufen. Genau. Also. Montags, der 4. November. Das bedeutet, ihr könnt nochmal Freitag am 1. und Samstag der 2. könnt ihr nochmal schön Pre-Release spielen. Und dann direkt, Montag kann man nicht offen. Muss man was überlegen, doch, ne? Doch, wir wollen mal so einen spontanen Öffnungstag dann machen. Ja, ich würde es montags machen auf jeden Fall. Ja, würde man extra für euch machen, damit ihr Bock habt. Auch an die Local Heroes auf jeden Fall. Weil es ist wirklich Small Stop. Ja, wenn man das nachmittags abends macht, dann sollte das kein Thema sein für zwei, drei Stündchen. Wenn mal so ein kleines Ding-Event ausmachen, weißt du? So ein Pop-Up-Event. Okay. Weißt du, so eine kleine Schnitzeljagd. Was? Schnitzeljagd? Verstecken wir die Top-Trainer-Boxen in Mühlhausen. 592. Das wäre schon witzig. 639. Genau. Eine Schnitzeljagd. Oder wir verstecken den Schlüssel zum Laden irgendwo in Mühlhausen. Und dann finden wir uns selber nicht mehr. Vorher gibt es keine Top-Trainer-Box. Ja, da überlegen wir uns nicht mehr, wie das war, aber ich glaube... Ich meine, es waren 10 Top-Trainer-Boxen. Ja, wenn überhaupt, waren es sogar nur 8 oder so. Ja, also ganz wenig auf jeden Fall. 2, 3 oder 4 Displays. Die Luxusbombe. Und schon nichts mehr. Aber Luxusbombe ist auch nur ein paar Zendis wert, tatsächlich. Leider. Also aufmachen tun wir am 4. auf jeden Fall. Ob wir da rum noch irgendein Event planen, seht ihr ja dann auf der Event-Seite. Oh. Ja. Gönnt. Vielleicht muss man auch irgendeine Voraussetzung erfüllen. Du kannst ja da mal gucken, ne? Das ist ein bisschen geil! Bevor du da einen Hals bekommst wie Girafarik. 619. Girafarik. Oder Farigiraf. Meditalis heißt der. Genau, Full Art heißt der Dude. Ah, aber 639 war jetzt auch. Oder hattest du deine Bisa Floor X mit 641? Also, das ist auch nicht wirklich. Ist nicht aussagekräftig. Nee. Das hast du jetzt 578, eher leicht? Nix. 619. Aber vor allem war ja das eher leicht mit meiner IR, ne? Ah ja, klar, 572er Bisa Sam. Also, kannst du tatsächlich sagen, der hat was hingekriegt, ne? Aber wie? Da ist ja nichts anderes drin. So. Doch, mit der Codekarte natürlich. Ach, Hocktour. Mal ein bisschen mehr Hocktour drauf und... 5, 6, 8. 8. Da ist jetzt entweder nichts oder eine IR drin und bei dir 609. Hast du eigentlich gesehen, das Pikachu von... wie heißt es? Super Electric Supercharge Break oder sowas? Ja, sind es nicht 3 inzwischen? Also das eine, was jetzt gerade frisch rauskommt. Ja, das ist doch das dritte, was kommt. Was dann kann sein. Ist. Ja. Ich glaube, es gibt jetzt inzwischen 3, ja. Aber das hat so ein anmutiges Artwork. Anmutig. Ich probiere mal schön parallel dazu, das hier aufzumachen, dass ich es kurz zeigen kann. Dann spare ich mir es beim Reinschneiden. So. Furienblitz. Dann schon gar nichts. Und gar nichts. So, dann bist du jetzt bei 598. Und 609. Nochmal. Ja. Hattest du also nix, würde ich sagen. Nix. So. Jetzt wäre toll, wenn was drin wäre.
Scholl für die Bestätigung, dass... So, du hattest jetzt die letzten drei, ja, mit dem 598, 568 und 578. Also bist ungefähr in der gleichen Range. Und wenn jetzt was drin wäre, wäre geil. Dann hättest du bestätigt, dass du nichts mehr rausholen kannst. Ja, aber da ist was drin. Ja, ist ja okay, ist weil gut, du hattest ja... Passt ja. Lucario EX. Weil bei den zwei letzten Booster, die ähnlich schwer waren, hattest du nichts. Aber EX war jetzt schon an sich auch schwerer, ne? Weil Pisas haben wir auch bei 6-4, aber gut, aber... Aber 6-4-1 und 5-9-8. Ich weiß ja nicht. Nix. So, wer war das jetzt? Lucario, gell? Yes. Dann hast du aber bei mir das Gewicht 6-1-7. Und 6-5-0 hast du bei dir. So, und wenn wir dann jetzt die zwei geöffnet haben, switche ich ganz schnell zu dem Pikachu, was ich angesprochen habe. Es gibt drei inzwischen. Damit es die Leute auch sehen können. Aber erst machen wir die auf. Das meinst du mit anmutig. Ah, übel. Ah. Guck mal, Milo Titsch, Alter. Milo? Der Milo. Titsch. Also bei 6-5-0. Oh. Wenn da jetzt nichts drin ist. Dann bin ich dabei, dass du nichts abgibst. Bin ich auch ziemlich überzeugt, ja. Bin ich auch ehrlich. Oder Doppelhit. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber... Erst, was denn das? Cheatest du? Obacht. Okay, okay, okay. Ja, nix. Unfassbar. Sehr gut eigentlich, das ne? Das schwerste Booster und nix. So, dann zeige ich euch jetzt geschwind hier. Also hier haben wir einmal Milotic in sehr schöner Artwork und das ist das Pikachu, was ich gemeint habe. Das ist der neueste League, ja. Die anderen zwei waren schon bekannt. Die waren bekannt, genau. Und das finde ich richtig geil. Oh, das sieht gut aus. Also das ist auch das Alt-Art wahrscheinlich so in die Richtung. Ne? Deswegen, also not bad, not bad. So, dann weiter geht's weiter in der Abwegerunde. Kurzer Exkurs. 5-5-7. Das ist aber jetzt leicht. Sehr leicht, ja. 6-3-4. Also dein Pisasam hatte 5-7-2 und jetzt bist du bei 5-5-7. Ich glaube, da wir jetzt am Anfang sehr viel Hits gezogen haben, kommt da eh nicht so viel gerade, ne? Weil 12 bis 14 Hits, glaube ich. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssten sollen. Dann ein bisschen was kommt. Das ist falsch, Hydra. Ja, leider, leider. Aber trotzdem schön. Full Art, aber war ja leicht jetzt, ne? War ja, dein Mittelart im Vergleich? Die Full Art war bei 6,39, also um einiges schwerer. Sag nur, wo willst du hin? Dennis. Gar nichts. Da hab ich heute echt einen Froxy im Hals. 5,75. 6,33. Bei mir ähnlich wie eben. Also wahrscheinlich nichts. Bei dir ein Ticken schwerer wie das Hydrapfel. Macht keinen Sinn, aber könnte nochmal eine Fullart sein. Ja, nee, glaub nicht. Ich glaube, ja, glaub zwei Fullarts bist du eh schon beim Display. Ja, bei du dem, bist ne? Nah dem Bisasam. Sehr nah dem Bisasam. Aber nichts. Aber ist stark für. Also du. Ja, ich sag safe. Du kannst. Es nicht rauswiegen. Ich bin auch davon überzeugt, dass es... Du kannst nicht rauswiegen. Es gibt natürlich noch andere Methode. Ne? Mal schon mal nee, also... Ja, gut, die ist safe, ja. Aber die kostet... Mit einem CT-Scanner, ne? Ah ja, Schlurm. Schlurmquelle, Lisa. 604. Und... 646. Also wenn ihr mal irgendwann irgendeinen Arzt selber oder Arzt mit Pokémon-Karten rumlaufen seht im Krankenhaus, dann seid gewarnt. Dann kauft dort keine Einzelbooster. Dann soll ich im Krankenhaus im Kiosk keine Einzelbooster kaufen. Das wäre lauwitzig. Aber ich habe mein medinales EX vergessen aufzuschreiben. Es muss hier bei den drei dabei gewesen sein. Aber gut, das wird jetzt halt so ausschlaggebend sein. Die eine. Es ist nur für die Preisreihenfolge. 0,4. Gut, wenn wir das irgendwie zumindest den Rest noch in die Reihe vollkriege. Wir können das Video angucken. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber der Rest kann man ja schon mal easy peasy nach der Reihe schreiben. Mhm.
Hatte ich eben schon. 5-5-5. Ah ja. Lucky 7. Wieder leichter. Full Art. 6-1-2. Sagst du Full Art? Ja, oder eine Secret Rare. Also, ja. Was? Secret Rare, sag ich. Eine Secret Rare. Secret Rare. Eine Secret Rare? Secret Rare. Secret Rare. Ja, jetzt guck mal, jetzt von witzig auf so. Also, ich ab. Ja, ohne Witz. Dazu kann ich dir nur sagen, das Schlauchteile. Kaluna Lemon auf den. So, Secret Rare incoming. Okay. Ja, das war so die Full Art Riege, ne? Aber da schon zwei auf dem Tisch liegt, wäre es jetzt. Nix war es, mein Lieber. Ja. Ist ja gut. Nix. Also fürs Abwiegen, aber ich hätte trotzdem gerne noch einen geiler Hint. Ja. Hat man schon, aber ist okay. Schlupuk. Ist in Ordnung, finde ich. 6, 2, 9. 5, 8, 4. Wer ist der Schluckspecht? Schlupuk. Schlupuk. Schluckspecht? Schlupuk. Das ist ein Name. Der Schlupuk. Ferkulin. Aber ich glaube, jetzt sind wir da langsam am Ende angekommen, ne, was Hits angeht. Also wir haben ein starkes Hit-Display mit 14 Hits. Ich habe schon 6, du auch. 12 ist, glaube ich, das absolute Minimum, ne? Ha. Aber ich finde, erzähl das mal aus 7. Ist doch gar nicht erzählt. Ich wäre noch für 2 offen, so ist es nicht, aber ja, vor allem so eine SIR würde ich noch feiern. Haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, oh, gell? Oh, Manu. Nee. Zerru. 5, 8, 4. 6, 1, 5. Also so eine Brianna Aldar oder sowas wäre schon cool. 5, 8, 4. IR. Könnte sein. Ja, bitte dann aber 6, eine Eis IR. So, bei 6, 1, 5 in der Region hast du jetzt nie was. Ja. Ja, geil. Also Rest und Video können eigentlich skippen. Also bei mir sage ich jetzt nichts, weil ich in der Region bin von nix. Schön. 6, 4, 2. 6, 0, 8. 0, 8? Ja, kommen wir wie gemeins auch gleich noch weiter. 6, 0, 8. Habe ich schon. 6, 3, 5. Okay, okay, schauen wir mal. Das zuerst. Okay, let's go. So, du bist jetzt bei deinem 6, 4, du hast schon lange keinen Hit mehr gezogen, mein Lieber. Ja, das fühlt sich auch so an. 6, 4, 2 hast du jetzt. Es fühlt sich auch so an, als wäre da schon lange nichts mehr gedroppt. Ah ja. Why you too? Schön mal nur eins. War? Ja, draußen meinst du gerade, die nehmen den Lader aus. Ohne, ja. Rabatz wird hier gemacht. Die Rabauge. Das wäre mir so ein Zufluchtsort für Kartensüchtige. Ah, schade. So. Bei mir letztes Pack jetzt mit. Du bist bei 608. Das war bei mir eben auch. Also nix. Oh. Die Tara wäre geil gewesen. So, jetzt nehmen wir ein 6-3. Ein 6-3-5. Das Einzige, was du gemerkt hast. Ja, echt so. Fast. Das war das Einzige, was man sich bei der Warum 6-3-5? Da geht noch ein Hit, muss eine EX. Auf geht's. Das aber jetzt von nichts abgeleitet und gar nichts. Ja, geil. Aber 14 ist die stabil. Ja, leider. Zwei kein Ding, aber. SER wieder dabei. Aber Pisa haben wir schon gut. Also, ich. Wie beim ersten Display bleibe ich dabei, das kann ich nicht. Geht nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum. Weil bisher ging es aber jedem. Da darf ich nicht so viel drauf eingehen, von mir kann ich nicht nachvollziehen, weil dann schreibe ich Leute, nein. Ihr habt doch eine Feinwaage, wiegt doch die Karten ein durch. Ja, kann ich ja gerne machen. Das macht es nicht. Ja, ich auch nicht. Und also das Display war stark. Würde ich das Fazit ziehen und sage, Display war stark, mir kann nichts rauswiegen, du kannst ja nicht ableiten. Genau, da das das zweite Display ist, was wir jetzt durchgewogen haben und nichts voraussehen konnten. Dann würde ich sagen, machen wir off, oder? Off.
Ciao. Tschüss. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.